Sonny. Nice to meet you. Have fun. Take care. Have fun here. How long are you staying till Tuesday, is it? Tuesday. Tuesday. Well, have fun, improve your surf skills. Yeah. Ciao. See you. Spaß noch? Yeah, have fun. So yeah, have fun. Thank ya. Enjoy your honey. I will. See you guys. See ya. Somit habe ich das Hostel hinter mir gelassen und jetzt eben auch die Bücherei, in der ich mich noch befunden habe, um kurz hochzuladen und was zu schneiden. Büchereien sind super. Wisst ihr, ich mochte das Hostel. Das war geil. Surfen hat Spaß gemacht, die Leute waren cool, überall lief Musik. Mega chillig, es gab kostenlos Frühstück. Ich bin jetzt aber auf dem Weg Richtung Cathedral Cavern, irgendwie sowas. Das ist so ein mega geiler kleiner Walk sein. Und ich bin hier gelandet. Und ich vermisse mal wieder meine Drohne. Alter, guckt euch das mal an. Wie geil das hier aussieht. Ich hätte einfach Bock, hier mit der Drohne einfach überall rumzufliegen. Aber hey, in 2 Wochen oder so soll sie da sein. Also yay, weiter geht's Autofahren. Alles klar, das Hostel ist geil. Ich werde mal wieder an Weihnachten erinnert. Ich muss jetzt aber schnell los. Cathedral Cove heißt das Ding, wo ich jetzt noch hin will. Das Problem, man kann die eigentlich nur 2 oder 4 Stunden vor bzw. nach der Ebbe begutachten. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, weil ich morgen gleich weiterfahre. Muss ich das jetzt schnell machen? Ich muss sagen, ich bin noch nie so unvorbereitet zu einem Hiking-Track gegangen, wobei Hiking hier auch klein geschrieben ist. Das ist so ein Schotterweg, der aber ziemlich schön aussieht. Cathedral Cove ist übrigens so eine kleine Bucht, die natürlich geformt ist. Weitere Infos habe ich nicht. Okay, wow. Schade, dass keine Sonne mehr da ist. Aber wow. Die Cathedral Cove heißt übrigens so, weil sie in der Mitte spitz zusammenläuft. Wie eine Kathedrale. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum man hier nur bei Ebbe hin sollte. Weil seht ihr diese Engstelle da? Sobald das Wasser höher kommt, kann man da nicht mehr wirklich durch. Aber ich meine, ist schon ziemlich geil, oder? Was man nicht alles für Instagram tut, ne? Ich gehe jetzt extra hier ins Wasser. Mal gucken, wie kalt es ist. Fuck, ist es kalt. Nur um ein schönes Instagram-Bild von diesem Stein hinzubekommen. Geschafft. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob sich das gelohnt hat. Ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, das Bild hat Potenzial. Ich lasse jetzt die Cathedral Cove mal hinter mir. Und mir ist was aufgefallen. Ich habe noch nie so viele Touris auf einmal in Neuseeland gesehen. Das ist entweder ein Indiz dafür, wie beliebt die Cathedral Cove ist, oder ein Indiz dafür, dass Weihnachten immer näher kommt und alle Leute Ferien haben und hierher kommen, um Urlaub zu machen. Cathedral Caves, also ziemlich schön, ziemlich touristisch. Ich habe immer noch ein nettes indisches Pärchen kennengelernt, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe. Wie cool ist denn diese Aussicht? Hier zur goldenen Stunde oder kurz vor Sonnenuntergang. Eine sehr, sehr schöne Aussicht. Ich muss mal gucken, vielleicht fahre ich jetzt noch zum Hot Water Beach, wenn es sich lohnt. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Na gut, ist doch schon zu spät für Hot Water Beach. Der wird ja für morgen gemacht. War trotzdem ein schöner Tag heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ich zum Hot Water Beach gehe. Bis dahin. Ciao.